Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Meine lieben Gläubigen, heute feiern wir den 20. Sonntag nach Pfingsten. Und wenn wir die Texte uns anschauen, wenn wir sie lesen, dann werden wir berührt und bekommen Heimweh nach dem Himmel. Wenn wir das in Troedos lesen, dann fühlen wir, dass wir im Exil sind. Wenn wir die Lesung lesen, dann wird uns dargestellt, dass wir Fremde sind, dass wir Pilger sind auf dieser Erde und dass wir unsere Zeit gut nützen müssen, die uns zur Verfügung steht. Das Quadrale zeigt uns vor die Vergänglichkeit der Dinge dieser Welt. Auch der Herbst, diese Jahreszeit hilft uns zu verstehen, dass das Materielle aufgrund seiner Natur keinen dauernden Bestand haben kann. Das soll uns helfen, dass wir uns nicht an diese vergänglichen Dinge hängen. Und dann zuletzt sehen wir im Evangelium, wie ein Sterbenskranker geheilt wird. Aufgrund des Glaubens des Vaters durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher wollen wir auf Rat des Konzils von Trient uns heute zweier Themen widmen, und zwar dem Sakrament der letzten Ölung und dann der Tugend der Weisheit. Diese Dinge hängen zusammen. Wenn wir betrachten die letzten Dinge, die auf uns zukommen, der Tod, das letzte Gericht, der Himmel und die Hölle, dann werden wir aufgerüttelt und wir werden gezwungen, nachzudenken, was das Ziel unseres Erdenseins hier ist. Was ist das Ziel unseres Lebens? Für was ist uns diese Zeit hier gegeben? Und wenn wir das erkennen, dann ist es uns sehr nützlich, uns der Tugend, der Weisheit zu benutzen, um die Mittel, nachdem wir erkannt haben, das Ziel des Menschen, die Mittel zu suchen und dann ihrer anzuhängen. Der Tod ist unabdingbar. Wir alle, die wir der Erbsünde unterliegen, sind gezwungen, durch den Tod hindurch zu Christus zu gelangen, zur ewigen Schau Gottes. Es war alleinig das Privileg unserer Mutter Gottes, die nicht der Erbsünde unterlag, dass sie gleichsam entschlafen ist und den Tod nicht geschaut hat. Es ist daher eine Tatsache, dass wir uns alle regelmäßig mit dem Tod beschäftigen sollen, weil ein Faktum, das unabwendbar ist, kann man nur dadurch bewältigen, indem man es freiwillig annimmt, es versucht sich zu erklären und daraus die Schlussfolgerungen für die ganze Lebensführung zu ziehen. Und darum schlägt das Konzil von Trient vor, zuerst die letzten Dinge zu betrachten und dann die Mittel, welche sind die Sakramente, welche sind das Gebet, und welche sind die Werke der Tugend? Und all diese Mittel können wir nur dann
richtig erkennen, abwägen und aktivieren, tun, wenn wir die Tugend der Weisheit besitzen. Die Tugend der Weisheit ist eine absolut nötige Tugend, wie wir später sehen werden. Und wer das Ziel möchte, der möchte auch die Mittel. Und wer die Mittel nicht möchte, der entweder kennt das Ziel nicht oder er ignoriert es. Das erste Ziel, das erste Objektiv des Menschen ist, das Ziel zu erkennen. Das Ziel zu erkennen, das ist Gott. Das ist die ewige Schau Gottes. Das ist das, wofür wir bestimmt sind. Das muss unser Ankerpfeil sein, nach dem hin alles ausgerichtet ist. Wenn wir dieses Ziel fest vor Augen haben, dann werden wir uns nicht scheuen, die Mittel, die uns geboten werden, in Kauf zu nehmen. Auch wenn es bedeutet, sich zu überwinden, sich zu üben und sich abzutöten. Und die Mittel sind uns gegeben. Die Heilige Kirche bewahrt es in ihrem Schoße und lehrt es immer. Es sind die Mittel der Sakramente, des Gebetes und der Übung der Tugenden. Und wenn wir das Ziel wollen, dann wollen wir die Mittel. Und wenn wir die Mittel anwenden, dann haben wir große Hoffnung, das Ziel zu erreichen. Gleichsam, wenn wir uns entschließen, eine Reise nach Rom zu machen, dann werden wir bedacht sein, die richtigen Mittel zu wählen. Wir werden abwägen, was uns besser zum Ziele führt, schneller zum Ziele geführt in unserer Situation, sicherer ans Ziel führt. Und wir werden abschätzen, ob es besser ist, mit dem eigenen Auto zu fahren, ob es besser ist, einen Autobus zu nehmen oder das Flugzeug. Und wenn wir es abgewogen haben, werden wir uns auf die Reise machen, um das Ziel zu erreichen. Wir werden nicht zufrieden sein, uns in einen Autobus zu setzen, bei welchem der Motor oder die Räder fehlen. Das möchte ich sagen deswegen, weil wenn wir die Mittel wählen, dann müssen wir auch sehr bedacht sein, und das speziell in der heutigen Zeit, dass diese Mittel das Essentielle besitzen. So wie das Essentielle eines Autobusses der Motor und die Räder sind, so sind es die Mittel für die Mittel, um zur Ewigkeit zu gelangen, die gültigen Sakramente und das Erkennen und Anbeten des wahren Gottes. Das muss uns ein großes Anliegen sein. Aber wenn wir das Ziel vor Augen haben, dann werden wir uns alle Mühe geben, um diese Mittel zu wählen und dann zu praktizieren. Und wenn wir dem Konzil folgend uns beschäftigen mit der letzten Ölung, mit diesem heiligen Sakrament, dass wir alle anderen Sakramente von unserem Herrn Jesus Christus selbst eingesetzt wurde, dann es hat die hauptsächliche, grundsätzliche Aufgabe, dass es den Kranken gesundet, dass es ihn stärkt und dass es ihn dann für den im Sterbebett liegenden die Gnaden für die letzten
Schlachten gegen den Teufel zu überwinden gereicht. Es ist diese Gnade, die letzte Gnade, die wir benutzen müssen, um zu Gott zu gelangen. Und wir müssen uns dieser Heilmittel der Sakramente bedienen, so wie es die Kirche, wie es Jesus Christus eingesetzt hat und wie es die Kirche wünscht, die wahre Kirche. Die wahre Kirche hat das Ziel, dass wir in den Himmel gelangen durch diese Mittel. Es sind doch immer so viele Beweise, dass diese moderne Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht die Kirche Christi sein kann, weil es eine Räuberbande ist, die anstatt das Seelheil ihrer Gläubigen sucht sie das Verderben. Wir müssen uns immer, immer stärker, schärfer von diesen Machenschaften trennen. Bei allen Sakramenten sieht man es, auch bei der letzten Ölung. Ist doch in der modernen Kirche, wird doch gar kein Wert mehr darauf gelegt, die Seele nochmals zu stärken, bevor sie dieses irdische Leben verlässt. Weil man nicht mehr glaubt an den Kampf, den diese Seele in diesen Augenblicken durchmacht. Man ergibt sich gleichsam der Verderbnis. Das, liebe Gläubige, das dürfen wir nicht zulassen. Der letzte Moment, und wir beten es so häufig, wenn wir den Rosenkranz beten, dass wir für die letzte Stunde beten, diese so wichtige Stunde. Ja, das ist die Schlacht, die gewonnen werden muss. Und dann wird entschieden. Und dann werden die Türe und die Türen geschlossen. Und dann müssen wir auf der richtigen Seite sein. Dann müssen wir beladen sein mit diesen Mitteln, die wir angewendet haben, ein ganzes Leben lang. Und das Heilige Konzil von Trient, nachdem es uns erklärt, dass es grundsätzlich ein Sakrament ist, das die Gesundung herbeiführen soll, so ist es aber auch für den im Sterbebett Liegenden, dass er die ewige Gesundung erreicht. Und das Heilige Sterbesakrament bringt mit sich die Gnaden, auch die Vergebung der leichten Sünden. Es vergibt nicht die schweren Sünden, so wie die heilige Taufe oder wie die Beichte von der schweren Sünde löst und losspricht. So ist das nicht der Fall vom Sterbesakrament. Und darum werden wir aufgefordert und das Konzil ermahnt auch, unter schwerer Sünde, dass wir vorsorgen, dass wir die Sterbesakramente dann geben, wenn noch Wachsamkeit vorhanden ist, wenn noch Bewusstsein vorhanden ist. Weil zum einen kann dann zuvor noch die Beichte abgenommen werden und dann auch, wenn möglich, das heilige Sakrament der Kommunion gespendet werden. Und das Sakrament wird mit Wachsamkeit, mit Pietät empfangen. Und der Verdienst ist um ein Vielfaches höher. Und wenn wir die letzten Dinge betrachten, und wenn wir die letzte Ölung betrachten, dann notwendigerweise betrachten wir die letzten Dinge. Dann werden wir auch in unsere Zeit zurückgeworfen. Und wir erinnern uns, dass keiner von uns weiß, wenn der Tag kommt, wenn wir gerufen sind. Und darum ist es von großem Nutzen, dass wir mit der nötigen Klugheit unsere Zeit richtig verbringen, dass wir unsere Zeit nützen,
auf das Ziel hingerichtet, erkennen, für was wir geschaffen sind und was dann unsere Zeit verdienen kann, die wir hier leben dürfen. Und wir werden erkennen, dass wir der Weisheit bedürfen. Wir bedürfen absolut der Weisheit, weil die Weisheit ist diese moralische Tugend, diese Kardinaltugend. Es ist das Haupt des Viergespannes der Kardinaltugenden, welche unser Leben dirigieren müssen. Und dass die Tugend der Weisheit ist die Führende. Sie kommandiert. Sie fügt alles zusammen in einer Art und Weise, dass wir die Erkenntnis nützend, die Umstände wissend und uns selbst zügelnd die richtigen Mittel anwenden und das auf eine konstante Art und Weise, weil eine Tugend bringt mit sich, dass es ein Habitus ist, dass es eine Gewohnheit ist, die regelmäßig geübt wird, auf dass es leibeigen wird, auf dass es Teil der Natur wird. Und so ist es die Tugend der Klugheit, die uns die Hindernisse wegnehmen lässt und unser Verhalten regulieren wird, um diese Mittel richtig gewählt anzuwenden. Es ist gleichsam, wenn ich beschließe, mit meinem eigenen Auto nach Rom eine Reise zu machen, um das Ziel Rom zu erreichen, dann werde ich die Hindernisse aus dem Weg räumen. Das heißt, ich werde das Auto kontrollieren, dass es fahrtüchtig ist. Ich werde den Treibstoff auffüllen. Ich werde das Öl kontrollieren. Und ich werde mein Verhalten entsprechend anpassen. Ich werde mein Fahrverhalten so anpassen, dass ich die Verkehrsregeln einhalte und dass ich sicher ans Ziel gelange. Und das ist auch in unserem Streben nach dem Himmel. Wir müssen auf der einen Seite die Hindernisse wegräumen, die uns verhindern, diese Reise auf uns zu nehmen. Wir müssen diese Hindernisse wegnehmen, die uns in den Weg geräumt werden, sei es durch den eigenen Charakter, durch die eigenen Schwächen, oder sei es durch die Umstände. Das müssen wir tun, sonst werden wir uns gar nicht auf den Weg machen. Und dann werden wir uns üben in unserem Verhalten, dass es eine regelmäßig bekommt, dass wir unsere Tugenden so einschärfen, dass wir gar nicht mehr daran denken müssen, so wie das Kind, nachdem es das Radfahren gelernt hat, gar nicht mehr daran denkt, die Stützräder zu gebrauchen. Und wenn wir von der Weisheit, von der Klugheit sprechen, dann denken wir unweigerlich an die Schriftstelle beim heiligen Matthäus 25, 1,13, wo das Gleichnis von den fünf weisen, klugen Frauen und von den fünf törichten Frauen Jungfrauen berichtet wird. Und wir erkennen und wir entnehmen auch aus dem Kommentar des heiligen Augustinus, dass beide, sowohl die weisen Jungfrauen, die klugen Jungfrauen, als auch die Toren, beide haben das Ziel gewählt. Beide haben das Ziel gewählt,
ihrem Bräutigam entgegenzugehen. Aber der Unterschied ist, dass die einen die richtigen Mittel gewählt haben und die anderen nicht. Die einen haben das Öl mitgenommen, das Öl, die Werke der Tugenden, die Übung des Gebetes, das Empfangen der Sakramente, und die anderen haben sich bloß auf die weltliche Klugheit gestützt und haben wohl gedacht, für jetzt brauchen wir uns dieses nicht wir brauchen nicht darüber nachdenken und es wird schon irgendwie gehen. Wir werden dann die anderen fragen, dass sie uns von ihrem geben. Und die klugen Jungfrauen sagen richtigerweise, es nützt nicht, es wird nicht reichen für beide. Geht hin und kauft Öl für eure Lampen. Und da kommt es, dass der Bräutigam die Türen öffnet und dass sie eingehen, die Jungfrauen, die bereit waren, die gewacht haben, die richtigen Mittel angewandt haben. Und sie werden eingehen mit zu ihrem Bräutigam und die Türen werden geschlossen. Und wir wissen, was mit den anderen passiert. Sie kommen auch, aber die Türen sind geschlossen. Und sie haben keine Möglichkeit mehr, die Türen zu öffnen. Und der heilige Augustinus weist uns darauf hin, wie wichtig die Wachsamkeit ist, zu wachen mit den Mitteln, mit den Verdiensten, mit dem Gebet in der Hand, was die Kerze und das Öl bedeutet. Wir müssen beladen sein mit diesen Gütern. Ansonsten sind wir wie die Dummen, wie die unklugen Jungfrauen und wir haben nur weltliche Klugheit in uns. Nein, wir müssen uns jetzt dafür interessieren, wir müssen jetzt uns darin üben und uns der Mittel bedienen. Denn wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Der heilige Augustinus, er weist auch darauf hin, dass das Wachsamsein ein Geschenk ist. Aber dieses Geschenk ist ein Geschenk, das ausschließlich vom Heiligen Geist genährt wird. Entschuldigung, dieses Geschenk der Wachsamkeit muss genährt werden durch die Mäßigkeit, durch die Temperantia und die Furcht Gottes und der Klugheit. Und diese Beständigkeit, diese Furcht Gottes, diese Klugheit bringen es, dass wir in der Wachsamkeit bleiben können, was ein ausschließliches Geschenk des Heiligen Geistes ist, so sagt uns der heilige Augustinus. Und nachdem es ein Geschenk des Heiligen Geistes ist, ist es übernatürlich. Und wenn es übernatürlich ist, dann müssen wir, wenn wir es empfangen wollen, uns auch übernatürlicher Mittel bedienen. Eben das Sakrament des Gebetes. Und die Akte der Tugend, die Werke der Tugend stärken dieses Gerüst. Es sind die Werke, die aktiven Werke der Nächstenliebe, der Tugend und der Tugend, welche uns erlauben, in Wachsamkeit dem Bräutigam entgegenzugehen. Und wir wissen, für uns Christen ist der Bräutigam unser Herr Jesus Christus.
weil die Braut ist die heilige Kirche. Und wir wollen wachsam sein und dann, wenn der Herr kommt, für das persönliche oder dann auch für das allgemeine Gericht, dass wir bereit sind. Dass wir bereit sind. Und wir werden aus dem Heiligen Katechismus darauf hingewiesen, dass die Tugend der Klugheit eine Tugend ist, welche uns an sich von Natur aus zum letzten Ziel hinführt und das uns hilft zu unterscheiden und die guten Mittel zu nützen. Es ist der Natur eigen, das dem Ziel entgegenzugehen. Es ist in sich, in situ, dass jedes geschaffene Wesen ihrem Ziele entgegenstrebt. Aber wir wissen, der Mensch ist geschwächt durch die Erbsünde. Und die Erbsünde ist dieser ständige Konflikt, der uns von diesem natürlichen Ziel, die ewige Schau Gottes, wegbringt. Es ist der Teufel aus Neid, weil er nicht mehr fähig ist, für alle Ewigkeit sich dieses Gutes zu nähern, so möchte er auch andere mitreißen. Und es gelingt ihm. Und daher dieser Kampf. Und daher diese Notwendigkeit der Tugend, der Klugheit, dass wir Entscheidungskraft haben, zu erkennen und uns der Mittel bedienend dem richtigen Ziel hinzuwenden. Und wir haben abgeschlossen mit dem heiligen Thomas von Aquin, der uns erklärt, dass das prinzipielle Ziel der Klugheit das Befehlen ist, das Kommandieren. Weil es ist ihr eigen, dass sie alle anderen Tugenden zusammenführen kann und es erwägen kann, auf das Ziel hingeordnet. Der Thomas sagt uns, es sind drei die Akte des vernünftigen Denkens. Und das erste ist die Suche. Man muss sich darauf einlassen, zu suchen. Das Suchen wird schon im Kleinkind dadurch genährt, dass man es zum Staunen bringt. Man zeigt dem Kleinkind die Größe eines Tieres, einer Pflanze, eines Wesens und es staunt. Und dann, wenn es in der Vernunft wächst, dann wird sich das Kind fragen, was ist das? Wofür ist das? Warum hat Gott das geschaffen? Wem nützt es? So beginnt das Kleinkind abzuwägen. Es wird erkennen, die Dinge sind geordnet auf etwas hin. Und dann in der menschlich-geistigen Natur wird es dann lernen, dass es Dinge gibt, die sind gut, und Dinge, die sind nicht gut. Dinge, die führen zum Ziel, zur Erbauung, zur Erkenntnis, zum Wachsen, zur Freude, und andere, die sind es nicht. Und schon da wird diese Weisheit, diese Tugend der Klugheit benötigt.
So wichtig ist es, dass dem Kind eingepflanzt wird, dass es wohl schon gehorsam, aber schon auch selbsterkennend, dass es vernünftig ist, es so zu sehen, dass es auch vernünftig ist, zu gehorchen, dass es in der Ordnung ist, dem Ziele hinstrebend. Daher, Herr Prime, der erste Akt ist eben dieses Suchen. Dieses Suchen nach dem Ziele. Diesem Suchen nach der Wahrheit. Und wenn wir eine Reihe vor uns von Argumenten vor uns haben, die uns vorgeben, uns zum Ziel zu führen, dann werden wir zum zweiten Akt geführt, zu beurteilen. Wir müssen beurteilen, ob dieses oder jenes Mittel uns zum Ziel führt. Wir müssen beurteilen, wenn wir nach Rom eine Reise machen wollen, welches Ziel uns besser, sicherer und schneller zum Ziel führt. Wir müssen es abwägen und wir werden erkennen, es gibt gewisse Mittel, die werden uns nicht zum Ziel führen. Wenn wir in einen Autobus einsteigen, wo der Motor fällt und die Räder, die Reifen, dann werden wir nie an unser Ziel gelangen. Um zu sagen, wenn wir uns der Sakramente bedienen und diese Sakramente nicht das Essentielle beinhalten, das heißt die Gültigkeit der Sakramente, die Wirksamkeit der Sakramente, weil wir wissen, die Sakramente von Christus eingesetzt wirken durch die Sache selbst, ex opera, opere operator. Und wenn dies nicht geschieht, dann ist es nicht das Mittel, das uns zum Ziel führt. Und wenn wir mit ganzem Eifer suchen und mit unserem ganzen Verstande abwägen, beurteilen, dann werden wir fähig sein, auch zu erkennen. Und wenn wir dies durchlaufen haben, dann werden wir als logische Folge zum dritten geführt. Das ist zu agieren. Einmal gesucht, einmal erkannt, bin ich sozusagen auch im Gewissen verpflichtet, es zu tun. Ich kann nicht suchen, ich kann nicht erkennen. Oder ich kann schon, aber es ist mir nicht erlaubt, weil es ist ein Missbrauch des Geschenkes der Gnade, das mich dazu führt, die Wahrheit zu erkennen. Und wir wissen, jedem Menschen ist es einmal im Leben gegeben, diese Wahrheit zu erkennen. Das ist eine unabdingbare Wahrheit aufgrund der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir sie erkannt haben, dann müssen wir ihr folgen. Und daher, liebe Gläubige, seien wir auch darauf bedacht, dass wir immer auf der Suche sind. Und dann, wenn wir es gefunden haben, dass wir uns nicht leichtfertig zufrieden geben, aber immer tiefer versuchen zu verstehen, immer tiefer versuchen einzudringen in die Mystik, in die Lehre der Kirche, der heiligen Sakramente, des Lebens unseres Herrn Jesus Christus. Weil wir dann immer besser fähig sein werden, uns entsprechend zu verhalten. Das haben wir uns gewünscht, das wünsche ich euch, dass wir diesen sehnlichsten Wunsch haben und dass wir dann auch die Kraft haben, die Gnade benutzen, die uns geschenkt wird, es umzusetzen, Christen zu bleiben, dass wir uns nicht diesem feindlichen, tödlichen Geist unserer Zeit hingeben, der vor allem die Seele tötet, aber dann auch durch diese verrückten Impfungen auch den Leib. Und davor müssen wir uns schützen, wir müssen benutzen die Gnaden, dass wir mit aller Klugheit und Weisheit entscheiden, was uns zum Ziele gereicht.
Das wünschen wir uns, das erbitten wir uns auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau, Mutter Gottes Maria. Im Namen Gottes Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.